In dem heutigen Video zeige ich dir einen richtig krassen GTA 5 Online Money Glitch, da du jedes Straßenauto für mehrere Millionen GTA Dollar verkaufen kannst. Das Ganze funktioniert zu 100%, ist solo und das Ganze ist ohne alles. Also du brauchst nichts dafür, außer irgendein Straßenauto von dir. Aber es ist völlig egal, welches Straßenauto das Ganze ist. Das Ganze funktioniert auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox und sogar auf dem PC. Deshalb mach den Glitch auf jeden Fall mal nach. Ich glaube, der Glitch wird sogar noch ewig lange da sein. Also da wird nicht direkt gepatcht. Ich nehme das ganze Video am 10. Januar 2024 auf. Mach den Glitch auf jeden Fall nach. Das ist wirklich ein übertrieben krasser Money-Glitch. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch. Denn falls ihr derzeit noch auf der Suche seid nach einem extrem günstigen Unlock-All-Account oder Geld und Level für euren eigenen GTA-Charakter, dann checkt jetzt den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kommt ihr zu meinem Partner und dort gibt es deutschlandweit die günstigsten Unlock-All-Accounts und Money-Booster, also Geld und Level, für euren eigenen GTA-Online-Account. Ihr könnt das schon im Hintergrund sehen, die Preise sind wirklich extrem günstig. Und derzeit gibt es auch eine krasse Rabattaktion, da ihr zu eurer Bestellung 20% mehr Geld bekommt. Wenn ihr euch zum Beispiel 100 Millionen GTA-Dollar für euren Account kauft, dann bekommt ihr nicht 100 Millionen, sondern 120 Millionen und diese 20 Millionen bekommt ihr einfach so geschenkt. Und wenn ihr den Rabattcode GLOPERYT, also GLOPERYT, wenn ihr diesen Rabattcode dann am Ende noch eingebt beim Checkout, bekommt ihr nochmal 20% Rabatt auf eure komplette Bestellung. Wenn ihr also für 100 Euro zum Beispiel etwas kauft, dann zahlt ihr nur 80 Euro zum Beispiel. Außerdem hat Loot for Games über 6300 positive Bewertungen auf Trustpilot und viele verschiedene Zahlungsmethoden wie zum Beispiel Amazon Pay, Sofortüberweisung, Klarna, Paysafe-Karte und alle weiteren Zahlungsmöglichkeiten. Wenn ihr da jetzt Interesse habt, checkt das Ganze gerne ab. Allererster Link in der Videobeschreibung. Und mit dem Rabattcode GLOPERYT, also GLOPERYT, wenn ihr diesen Rabattcode am Ende noch eingebt, spart ihr nochmal 20% auf eure komplette Bestellung. Bevor wir jetzt aber mit diesem Video beginnen, möchte ich dich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar habe ich ja eine Verlosung gemacht und zwar dreimal habe ich 7 Milliarden GTA-Dollar verlost. Ich werde heute oder jetzt gleich auf jeden Fall auch ganz kurz die drei Gewinner ganz kurz hier einblenden. Die drei Gewinner sollen mich auf jeden Fall auf Instagram kontaktieren. Ich werde euch den Instagram-Name von mir, der ist neu, werde ich in den Videobeschreibung und auch in den Kommentaren werde ich euch den da reinschicken. Und zwar sind diese drei Leute jetzt Gewinner von diesem Gewinnspiel. Bitte kontaktiert mich auf Instagram, dann werde ich euch auf jeden Fall diese 7 Milliarden GTA Dollar auf jeden Fall auch geben. Jetzt, wo das Gewinnspiel auch vorbei ist, möchte ich auch gleich das nächste Gewinnspiel machen. Und zwar verlose ich diesmal 5-mal 5 Milliarden GTA Dollar. Und zwar, du musst nur drei Dinge tun, um bei diesem Gewinnspiel dabei zu sein. Und zwar, du musst erstens dieses Video liken, zweitens, du musst einmal diesen Kanal abonnieren und drittens, du musst einmal in der Videobeschreibung ist ein Link von Loot for Games, mein Partner, der mir das Ganze ermöglicht, du musst einmal draufklicken und dich einmal anmelden oder registrieren. Wenn du diese drei Dinge getan hast, bist du auch schon easy bei diesem Gewinnspiel dabei. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir auf jeden Fall einfach auch mal an mit diesem Money Glitch. Und zwar das erste, was du jetzt erstmal hier jetzt tun musst, du musst jetzt erstmal in eine geschlossene Freundessitzung gehen. Also ich bin hier gerade in einer öffentlichen Freundessitzung, gehen wir einmal hier neue Sitzung finden, geschlossene Freundessitzung. Das ist wichtig, das funktioniert nur in einer geschlossenen Freundessitzung. So, wir spawnen da auf jeden Fall rein. Währenddessen gerne diesen Kanal auch abonnieren. Würde mich übertrieben freuen, wir sind kurz vor den 20.000 Abonnenten. So. Dann drücken wir hier und wir müssen einmal hier genau an diesem Ort sein. Funktioniert nur hier. Wenn wir dann hier sind, dann müssen wir einmal auf unserer Bank 0 Dollar dabei haben. So, wir machen hier mal 50 Dollar. Wollen wir einmal hier haben. Also macht einmal hier dann 50 Dollar. $50 müsst ihr auf jeden Fall bar da haben. Und jetzt ist es wichtig, jetzt erkläre ich dir auf jeden Fall mal ganz kurz was. Und zwar werde ich hier mal 1 Million GTA Dollar abheben. Du musst das Ganze aber nicht, du kannst es nur mit $50 auch machen. Also es geht in Millionenbereichen. Und zwar, umso mehr Geld du auf der Bank hast, umso mehr kannst du dir erglitschen. So, wir machen das Ganze jetzt hier einfach mal mit 1 Million. Ich werde dir das am Ende des Glitches nochmal ganz kurz genau erklären, wie du das machen kannst. Ich mache das Ganze jetzt halt hier mal im Millionenbereich. Wir heben hier ganz kurz gleich 1 Million Dollar ab. Du kannst es aber auch hier zum Beispiel mit $50 machen oder $500 oder $2500. Umso mehr Geld du auf deiner Bank hast, umso mehr Geld bekommst du am Ende vom Glitch. So, wir machen das Ganze hier mit 1 Million. Wichtig ist aber, dass wir genau diese $50 immer am Anfang noch dabei haben. Also auf unsere Bar dabei haben. Dann steigen wir einmal hier in unser Auto rein. Und also natürlich in unser persönliches Auto. Und machen den ganzen Glitch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich erkläre dir das mit dem Geld am Ende des Glitches auf jeden Fall nochmal. Guck dir das auf jeden Fall an. Falls du nicht genügend Geld hast oder sonstiges, kannst du dir gerne was bei meinem Partner kaufen. Loot for Games. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung 20% Rabatt.
mit dem Rabattcode CLOBYT. Fahren wir einmal mit unserem Auto hier rein, backen uns hier ganz kurz rein, indem wir reinfahren und immer wieder die Optionstaste drücken und müssen hier einmal unser Auto parken, unser persönliches Auto. Jetzt müssen wir einmal hier raus und einmal irgendein Straßenauto holen. Wichtig ist, dass dieses Straßenauto nicht so heiß ist für die Garage, also fürs Los Santos Custom. Nimm einmal hier ganz kurz irgendein Straßenauto. So, und dieses Straßenauto fahren wir einmal ganz normal rein, drücken die Optionstaste. Und gehen einmal auf Option. Und wichtig ist, dass wir jetzt hier auch geschlossen hier Spielersuche haben und Spawnpunkt letzter Ort. So, wenn wir das Ganze getan haben, also dass die zwei Sachen hier auch genau so sind, dann ist alles perfekt. Dann gehen wir einmal hier einmal raus aus der Garage. Aber verkaufen das Auto nicht oder sonstiges. Wir fahren einfach ganz normal wieder raus. Dann gehen wir einmal genau vor der Garage, dass das Garagentor auch offen ist mit diesem Auto dann. Genauso wie ich es hier auch habe. Gehen wir einmal auf Mission und ganz wichtig, ein Job für einen Titan. In einem anderen Job wird das nicht funktionieren. Dann solltest du draußen spawnen, also vor dem Auto. Du solltest nicht im Auto dann sein. Sobald wir dann aber jetzt hier auch in dem Job drin sind, drücken wir hier einmal die Schwierigkeit, gehen wir einmal auf schwer, so, also nicht normal, sondern schwer und tun einmal den Job verlassen. So, haben den Job verlassen und sollten jetzt genau so spawnen. Wir sollten genau so spawnen. Und jetzt ist wichtig, dass du dann eben in dein Auto wieder reinsteigst, die Garage einmal sich öffnet und hier dich genauso reinbackst wie mit dem anderen Auto auch. Also reinfahren und die Optionstaste drücken. Dann steigen wir hier aus. So, dann sollte das Ganze so hier aussehen. Gehen einmal auf unter Kontakte und einmal geben wir diese Nummer hier ein. Das ist wichtig. 228961 und wichtig ist Hashtag 0. So. Das haben wir getan. Wir steigen hier einmal in das Auto rein. Also einmal in das Straßenauto ein. So. Fahren zurück, bis die Garage ganz kurz zumacht. Und wir fahren dann jetzt gleich mit unserem Straßenauto rein und rufen gleichzeitig an. So. So, jetzt können wir das ganze Auto verkaufen. Und wir bekommen jetzt dementsprechend so viel Geld, weil ich halt einfach auch 1 Million GTA-Dollar bar dabei hatte. So, wir warten ab. Wir verkaufen das Auto. Und sollten jetzt sehen, wir bekommen 1,8 Millionen GTA-Dollar. So. Leute, wir haben 1,8 Millionen GTA-Dollar für ein Straßenauto bekommen. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt auch gleich, dass mein anderes persönliches Auto, was ich da drin hatte, das sollte wegspawnen. Hast du immer noch in deiner Garage dann, das ist nicht weggespawnt oder sonstiges. So, wichtig ist aber davor, müssen wir erstmal hier das Outfit hier ganz kurz ändern, dass unten rechts eine Ladeschnecke hier ganz kurz erscheint. Das ist wichtig, dass das Ganze abspeichert. Wir rufen hier einmal den Mechaniker an und ich zeige euch hier auch ganz kurz, dass das Auto noch in meiner Garage steht. Also ich habe das Auto nicht verkauft oder sonstiges. So, hier habe ich das Ganze kurz hier gespawnt. So, jetzt sollte das Auto hier sein. Ihr seht, das Auto ist immer noch hier und ich habe 1,8 Millionen GTA-Dollar bekommen für ein Straßenauto. Das ist auf jeden Fall der Money Glitch. Jetzt erkläre ich dir auf jeden Fall ganz kurz mal, wie du das Ganze machen kannst mit dem Geld. Und zwar, umso mehr Geld du bar dabei hast, umso mehr kannst du dir erglitschen. Also umso mehr kannst du Straßenautos verkaufen. Wir gehen einmal hier ganz kurz aufs Internet. Wir machen hier einmal abheben, machen einmal hier das ganze Geld. Wie ihr seht, habe ich die 2,8 Millionen GTA-Dollar eingebucht. Wichtig ist immer, dass du diese 50 Dollar am Anfang hier immer bar dabei hast. Immer dabei, immer ganz kurz so machst. So, und zwar ist es so, bei 50 Dollar kannst du das Ganze auch machen. Du kannst es den Glitch machen, wenn du 50 Dollar bar dabei hast. Und wenn du dann aber dein Auto verkaufst, also irgendein Straßenauto verkaufst und den Glitch machst, bekommst du halt nicht ganz so viel Geld, da bekommst du halt für ein Straßenauto nur 120.000 GTA-Dollar. Bei 500 Dollar zum Beispiel bekommst du halt nur 260.000 GTA-Dollar. Bei 2.500 Dollar bekommst du halt eben, ich weiß nicht, 500.000 GTA-Dollar. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Natürlich, am besten immer umso teurer, also umso mehr Geld ihr dabei habt, umso mehr könnt ihr euch halt erglitschen. Ich kann euch raten, macht so viel Geld, wie es geht. Es geht aber nur maximal 10 Millionen GTA-Dollar. 10 Millionen GTA-Dollar könnt ihr da bar dabei haben. Und wenn ihr dann mit 10 Millionen GTA-Dollar den Glitch macht, dann bekommt ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, 100 Millionen GTA-Dollar für ein Straßenauto. Falls ihr nicht so viel Geld habt, gerade aktuell. Wie gesagt, könnt ihr gerne bei meinem Partner vorbeischauen, Loot for Games. Da kannst du ganz, ganz günstig, wie gesagt, einfach GTA-Dollar kaufen. Mit dem Rabattcode CLOBYT bekommst du nochmal 20%, nochmal günstiger. Habe ich auch getan, deshalb habe ich ja auch die 7 Milliarden GTA-Dollar. Das habe ich nicht durch Glitch, das habe ich durch meinen Partner Loot for Games. Ja, bei Fragen, wie gesagt, gerne einfach mich auch kontaktieren auf Instagram. Ich bin immer da, ich schreibe mit euch, ich helfe euch da gerne. Und dann würde ich sagen, was ist schon mit dem Money Glitch? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer CLOBYT.